Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Koalitionsausschuss berät über drittes Entlastungspaket. SPD, Grüne und FDP wollen heute entscheiden, wie die Bürger angesichts steigender Preise weiter entlastet werden können. Im Gespräch sind gezielte Hilfen für Geringverdiener, Studierende und Rentner sowie Steuersenkungen und ein Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Bundesregierung reagiert auf russischen Gaslieferstopp. Die Versorgungssicherheit sei gewährleistet, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Die Gasspeicher seien gut gefüllt, man sei besser vorbereitet als noch vor Monaten. Der Staatskonzern Gazprom hatte den erneuten Lieferstopp mit einem Ölleck an einer Turbine begründet. Pilotenstreik bei Lufthansa seit Mitternacht beendet. Nachdem gestern fast alle Verbindungen gestrichen wurden, ist der Flugverkehr wieder angelaufen. Die Lufthansa erwartet aber noch einzelne Verspätungen. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland enden an diesem Wochenende die Schulferien. Trauerfeierlichkeiten für Gorbatschow. Tausende Menschen verabschieden sich seit dem Morgen in Moskau vom letzten Staatschef der Sowjetunion. Gorbatschow war am Dienstag mit 91 Jahren gestorben. Ein Staatsbegräbnis erhält der Friedensnobelpreisträger nicht. Er wird auf dem Ehrenfriedhof Nowodjewitschki neben seiner Frau Raisa beerdigt. NASA plant neuen Anlauf für unbemannte Artemis-Mission zum Mond. Ein erster Startversuch war am Montag wegen technischer Schwierigkeiten abgebrochen worden. Die NASA will eine Orion-Raumkapsel testen. Mit ihr sollen nach derzeitigen Planungen im Jahr 2025 erstmals wieder US-Astronauten auf dem Mond landen. Das Wetter. Im Norden und Osten bei einem lebhaften Wind oft freundlich, nordöstlich der Elbe auch kompakte Wolken. Sonst dicht bewölkt und örtliche Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 18 bis 28 Grad.